Man denkt, er trainiert immer, er wird trotzdem mit viel Freude über den größten Succes, den wir hier an der Pop-Up-Galerie hatten, fängt man heute die 8, aber leider die letzte Session von unserer Galerie an. Auf diesem Weg will ich all die Künstler, die hier geholfen haben, aus der Pop-Up-Galerie, aus der Idee, aus dem Gemahlenhaus eine flotte Galerie zu machen, ein großes Merci sagen. Ein großes Merci auch an die vielen Visiteuren, die kommen sind, die Künstler unterstützen und ihnen Courage geben, für weiter so zu schaffen. Es waren dann heute an der Galerie den Dame Jean-Claude mit Fotos, der Camille Nanket mit Acrylbildern, Maurice Claude auch mit Acrylbildern und Carmen Schlammes Acrylbilder an ein bisschen eine artistische Exposition dabei. Ich wünsche Ihnen viel Succes und ganz viele Visiteuren. Mein Name ist Maurice Claude, ich bin zu Burschlenster und ich male abstrakt Bilder. Ich gehe nach weiterhin mit dem Rakuren und ich mache an verschiedenen Workshops teil, wo ich nach neue Techniken lehre. Ich verwende nach meinen Bildern hauptsächlich Collagen, Marmormehl, Aschen, Bitumen, auch mal rascht. Und ja, ich bin froh, dass ich hier in der Pop-Up-Galerie mitmachen darf. Und ich hoffe, dass meine Bilder ein bisschen gefallen. Und ich wünsche euch alle guten eine flotte Zeit. Guten Morgen, ich bin den Camille Nanket von Ambach. Ich bin froh, für hier an der Ausstellung dürfen meine Bilder zu weisen. Und so an dem Ender, an dem Nico, vielmals merci dafür. Und ich muss Ihnen felicitieren für die flotte Initiative, die Sie hier hatten. Schon seit ungefähr 10 Jahren angefangen mit der Acrylmalerei. Meine Bilder sind nicht figurativ, erinnern ganz tags an abstrakte Landschaften, komische Galaxien oder irgendwelche Fantasiewelten. Für die Bilder Struktur und Tiefe zu gehen, mache ich Collagen oder benutze verschiedene Materialien, die ich führender Farbe oder matter Farbe zusammen obdrohen. Die Farbe ist gewöhnlich Acryl, auch oft Tusch oder auch mal ölig Farbe. Ich wünsche mir, dass mein Bilder euch gefallen, also nicht merci. Ja, moin, das sind Schlammes Kaumen, von Beruf Sozialpädagogin, mole seit ungefähr 10-12 Jahren. Bei meinen Bildern geht es immer Geschichten erzählen, Emotionen, Erlebnisse, das sind immer irgendwelche Sachen, die von vorne kommen, die ich erleben, die ich erzählen will. Meistens schaffe ich mit Acryl, heißt du auch Collagen. Ich schaffe noch ganz oft mit den Fingern, weil das Taptik für mich auch ganz wichtig ist, dass ich Farbe aufpacken, ganz Körper ersetzt. Ja, und so als eben verschiedene Sachen sind ich da abstrakt, andere dann mehr figurativ, da könnte man drüber wie Geschichte ich gerade erzählen. Mein Name ist Dan Jean-Claude. Ich mache seit über 20 Jahren Fotos, hauptsächlich, wenn ich rund um die Weltgeschichte reise oder durch alle Fabriken oder Häuser klettere. Und ich freue mich merci so für die witzige Initiative mit seiner Pop-Up-Galerie, das für dich Vorstellungen hat. Der Verein Gert Anheim Kiel in Ollem hat sich schon seit 15 Jahren zur Aufgabe gemacht, die Schüler von der Kölner Schule Gärtenarbeit Minot zu bringen. Am Gärt können die Enseignanten aus allen Zyklen mit ihren Klassen hingehen,
wo kann man gewisse kriegen, wie ein saisonal Gemüse an Obst aufbaut, natürlich ohne Pestizide. Viele Kanner wissen halt nicht mehr, wo die verschiedenen Lebensmittel herkommen. Ganz gekonnt packen Schüler am Schulgarten mit un, etwas eine flotte Aufwechslung zu dem normalen Stundenplan.
Als Belohnung von der Gartenarbeit wird dann zum Schluss nach Lecker Trubachs Gebäß gekocht. Willkommen bei den Käsebilder Wichtelscher, heute zu Käsebildern Böscher bei der schönen Expo vom Vinia von Wanda. Das ganze Projekt ist aufgebaut auf der schönen Buchei. Und es geht eigentlich darum, kann darauf aufmerksam zu machen, besser auf den Bösch aufzupassen, auf die Umwelt, ruhig zu sein, gut aufzupassen, wenn sie an den Bösch gehen. Und die Hauptcharaktere, wir gehen zurück, sind Vinny und Wanda. Dafür sieht er auch, wenn er auf den Betonsplatz kommt, die große Männer hier durchstehen. Und wir hoffen eben auch, dass wenn die Leute das Expo gucken kommen, dass er aber ein bisschen auf Sachen aufpassen will, kann er uns so viel mehr gehen, da ganz zu basteln und zu malen, dass wir hoffen, dass er doch bis den 29. Juli stehen bleibt. Wir wollen aber schon für eine Merci-Saison, die einem Projekt geholfen hat. Das ist mit ganz Personal, was überall mitgeschafft hat, aber was ganz spontan war und immer am Ansatz war. Und dann auch der Gemeinde, die uns geholfen hat, Sachen zum Teil abzurichten und auch an den Busch ranzubringen. Und die immer spontan irgendwann ein Kehr auf der Platz war, wo wir sie gebraucht haben. Nach großem Merci sagen und den SNJ, weil die ganze Projekte aus entstanden und zusammenarbeiten mit ihnen an ihrem Initiativ der Bausen aktiv. Zum Schluss dann noch ein Blick auf ein Chantier, angefangen mit dem Regiebetrieb.
Heide Chantier von der SICA. Und weiter geht es auf der Chantier Elmen. Der Bestand von der Extension vom Wöllersweg Kirlen-Kesbelt geht auch gut führen und da wird an den nächsten Tag mit der Asphaltierung angefangen.